So, herzlich willkommen zum Spiel 2. Erneut Hannover Regents gegen die Kiel Seahawks. Nachdem das erste Spiel deutlich verloren gegangen ist, werden nun die Zahlen wieder auf Null gestellt. Es geht wieder von vorne los. Ein paar Veränderungen im Feld. Der Pitcher aus dem ersten Spiel, Yannick Wolters, nun als Shortstop drauf. Und vor allem und ganz zentral natürlich jetzt unser amerikanischer Importspieler Nathan Hamel. Unser amerikanischer, sage ich jetzt schon. Entschuldigen Sie bitte, natürlich ist er Kanadier. Ist nun unser Starting Pitcher. Und damit sind die Chancen auch groß, dass das zweite Spiel zumindest spannender gestaltet werden kann als das erste Spiel. Gewechselt haben auch die Schiedsrichter. Patrick Bader ist nun der Feldschiedsrichter und Andreas Albrecht. Entschuldigen Sie, Patrick Bader ist nun der Plate Umpire, also der Schiedsrichter, der die Strikes und Balls callt. Und Andreas Albrecht ist der Feld Umpire. Ja, bald wird es losgehen. Als erstes, wie im ersten Spiel, wird gleich Lagler an den Schlag kommen. Und bald wird es von Bader Playball heißen. Der Ball wird hier nochmal zu zwei geworfen und ins Infield zirkuliert. Die Gemüter scheinen sich beruhigt und entspannt zu haben. Und jetzt heißt es auf ein neues, wieder 7 Innings. Und da ist das Playball von Patrick Bader und der erste Pitch. Gleich ein Strike, so kann man natürlich anfangen. Lagler schaut sich den nochmal an. Und schwingt jetzt vorbei und da ist auch schon der zweite Strike. Guter Beginn für Hamel hier, unseren Kanadier auf dem Mount. Hochgeschlagener Ball, kurz, nicht zu weit ins Outfield, sicher gefangen von Pospisch dort, unser Leftfielder. Und damit erneut, wie im ersten Spiel, Schmidt am Schlag, jetzt aber nicht mehr als Pitcher unterwegs, sondern als Shortstop. Erster Strike auch für ihn, bei einem aus. Und er schlägt den Ball hart, aber genau auf unseren Rightfielder Martin Friese. Sie erinnern sich aus dem ersten Spiel, Pitcher. Jetzt Rightfielder, souverän gefangen. Zwei aus für die Regents. Das, was wir im ersten Spiel vielleicht nicht ein Glück hatten, scheint jetzt hier zumindest für die ersten Momente dieses Spiels sich gedreht zu haben. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Coy wie im ersten Spiel an Schlagmann Position 3, aber er spielt nun Second Base. Und Hamel 3 für 3 bei First Pitch Strikes. Ein ganz wichtiger Punkt immer, wenn man als Pitcher auf dem Hügel steht, viele Strikes werfen natürlich, aber auch gerne erste Strikes werfen. Denn das erhöht den Druck auf den Schlagmann und das sieht man auch hier direkt. Er schwingt auf einen brechenden Ball des Pitchers in Hamel. Er lächelt, weil er weiß, den hätte er besser nicht schwingen sollen. Er schlug ihn dann ins Foul. Und der Curveball erneut knapp noch berührt. Hätte er den nicht berührt, wäre es jetzt schon ein Strikeout. Bei 0 Balls und 2 Strikes ist natürlich das Repertoire des Pitchers ganz groß und breit gefächert. Man muss nicht unbedingt einen Strike werfen. Das tut er hier aber doch.
Wolters kriegt den Ball, wirft weit drüber. Und ein absolut stark gefangener Ball von Julien van Beers, der da ganz cool bleibt, ganz lässig den Ball tatsächlich dann kurz vor dem Kopf des gegnerischen anrauschenden Runners fängt und dann ihn dort mit dem Ball berührt, ein sogenanntes Tag. Und der Schiedsrichter zeigt auf ihn, weiß genau, der ist aus. Und damit 3 aus, ein schadloses Inning. Sehr, sehr gut. Der Beginn hier von Hamill und seiner Defensive, das gibt hoffentlich Sicherheit für den Rest des Spiels. So, für Kiel auf dem Hügel nun Lagler mit der Nummer 22. Für die Regions wird gleich Nathan Hamill beginnen. Es heißt also gleich Duell Pitcher gegen Pitcher. Nummer 4 in der Bettersbox. Unsere Nummer 24, Coach Christoph Rohr. Lagler macht sich noch ein bisschen warm. Voss dort als Catcher aktiv. Gut zu erkennen an der weißen Maske. Ungewöhnliche Farbe, aber sicherlich ein absoluter Hingucker. Jetzt wird der Ball nochmal zu Second Base gehen. Dort erwartet ihn schon der Pitcher aus dem ersten Spiel. Lässiger Wurf. Sicherlich nicht alles, was er in seinem Arm hat, rausgeholt jetzt hier. Das muss er auch nicht. Das ist eher Formsache hier. Und jetzt heißt es auch für die Regions wieder Vollgas geben und die ersten Runs vielleicht erzielen. So, und jetzt machen sich die Regions. Ja, Hamill da mit seinem ersten Schwung, ein harter Cut, nicht ganz getroffen, Foulball. Ganz interessant vielleicht über Hamill, er ist zwar Rechtshänder, schlägt aber mit links. Das kann natürlich verschiedene Vor- oder Nachteile haben. Ihm liegt das scheinbar einfach besser. Ist nicht unbedingt gewöhnlich, aber er hat schon letzte Saison bei uns bewiesen, dass er gut schlagen kann. Hat viele Doubles und Triples auch gehauen. Und jetzt hier schlägt er einen Ball hoch ins Outfield. Der Leftfielder campt aber unter dem Ball. Er hat also keine Mühe mit diesem Ball. Und so muss Hamill zurück auf die Bank. Und als nächstes am Schlag ist nun Malke, der Second Baseman erneut spielt und jetzt hier versucht, den ersten Läufer für die Regions darzustellen. Hier im Regions Ballpark, Jeff Malke. Curveball des Pitchers hier. Konnte man ganz gut sehen, dass den Malke einfach nicht schlagen wollte. Den hat man sicherlich früh genug gesehen, aber schwierig, so einen Ball auch gewinnbringend ins Feld zu bringen. Daher gute Entscheidung, den jetzt hier ziehen zu lassen. Malke allgemein für ein gutes Auge bekannt. Beweist das hier auch hier im zweiten Pitch, der zu hoch war. Erneuter Curveball-Versuch, jetzt aber in den Dreck. Der Catcher blockt zur Beruhigung des Pitchers trotzdem, auch wenn noch kein Runner auf Base ist. Und Malke nun in einem Hitters-Count, 2 Balls bereits, 1 Strike. Jetzt könnte ein Pitch kommen, den er vielleicht verarbeiten kann. Und genau so ist es auch, als hätte ich es gewusst. Habe ich natürlich nicht, aber Malke schlägt den Ball hart und präzise als Line Drive ins Left Field.
Da war nichts zu holen für keinen Defensivspieler. Das hat auch nichts mit Glück zu tun, das ist einfach Können. Malke souverän auf 1 und jetzt am Schlag Buhl, der wie auch im ersten Spiel an 3, also in Schlagposition 3 spielt. Das hatte sich wohl bewährt gemacht und damit macht der Centerfielder nun hier sein Debüt im zweiten Spiel. Ah, der Ball war tief, den konnte der Catcher nicht ganz festhalten, aber hat wohl noch die untere Kante der Zone gekratzt. Aus meiner Position nicht perfekt zu sehen, ich schätze aber, der Schiedsrichter hat da recht gehabt. Auf den Curveball, eigentlich immer eine gute Variante. Stealt Malke die Base, schafft das auch, fällt Umpire Albrecht, der im ersten Spiel noch die Platte betreut hatte, ist sich sicher und gibt ihn safe. Damit nun Runner in Scoring Position bei einem Aus. Und Buhl kann nun zeigen, dass ein Kontakt vielleicht schon einen Punkt erzielen könnte. Der Ball wird hier stark vom Catcher geblockt. Das ist wichtig, denn sonst könnte Malke zur dritten Base vorrücken. Wenn der Ball zum Beispiel an den Backstop gerollt wäre, das ist hier nicht der Fall. Malke bleibt an 2, auch wenn das natürlich ein Ball für den Pitcher war, ist zumindest die Situation weiterhin die gleiche. Runner auf 2. Jetzt versucht sich Buhl an einem Schwung, aber der geht ins Foul. Da hat das Timing nicht gestimmt. Vielleicht hat der Pitcher auch einen sogenannten Changeup eingesetzt, also einen Wurf, der ähnlich aussieht wie ein Fastball, ein schnell geworfener Ball, aber in der Geschwindigkeit deutlich langsamer ist, um mit den Augen und dem Timing des Schlagmanns zu spielen. Jetzt Curveball, der zu einem leichten Pop-up führt, also für den Infielder, in diesem Fall den Shortstop. Leicht zu fangender Ball. Jetzt versucht sich die Defensive hier noch eines sogenannten Trickspielzugs, eines Hidden Ball Tricks. Das hat aber natürlich unser Second Baseman Malke, der auch auf Second Base steht, gerochen und sich nicht davon, von dieser Finte irgendwie verwirren lassen. Stattdessen nun am Schlag Christoph Mohr, allerdings schon bei 2 aus. Jetzt muss er liefern, damit es einen Punkt gibt. Man sieht jetzt schon in den ersten paar Pitches, dass Langner sehr viel auf seinen Breaking Ball vertraut, den er auch souverän bereits für Strikes geworfen hat und der scheinbar einer seiner Lieblingspitches hier ist. Nun wirft er jedoch zu Second Base, versucht dort den Läufer, der sich weit entfernt hatte von der Base, aufzugreifen, zu picken. Aber Malke reicht mit seinen Fingern noch die Base rechtzeitig und schafft es deswegen sicher zurück. Und erneuter Curveball hier, also man sieht ganz klar, das scheint der präferierte Pitch zu sein. Den müssen die Regents natürlich dann hauen können, wie man so schön sagt. Da gab es auch mal vor ein paar Jahren einen ganz netten Film mit Clint Eastwood, Trouble with the Curve, kann ich nur empfehlen. Nettes Baseballfilmchen, was man sich mal an einem entspannten Sonntagabend ansehen kann. Wieder eine Kurve, diesmal in den Dreck, aber der Catcher macht seinen Job gut, behält damit alle Runner, wo sie sein müssen, und den Ball vor sich. Ist gar nicht so leicht, einen Ball aus dem Dreck sozusagen zu blocken. Gerade eine Kurve, die verspringt dann immer noch mal ein Stück weit anders. Das macht er hier sehr souverän. Jetzt hat aber Malke die Situation gut gerochen. Der Ball ist kurz auf den Boden aufgekommen, vom Catcher ein ganz bisschen weggesprungen und Malke ließ das dieses Mal perfekt. Und schafft es auf die dritte Base. Die Situation hat sich aber kaum verändert, denn ein Base-Hit
würde jetzt wahrscheinlich zum Punkt reichen. Vorher hätte er vielleicht auch zum Punkt gereicht. Und natürlich ist es besser, aber nicht so viel Unterschied. Und Moore schlägt den Ball hoch in den Himmel. Der Centerfielder fängt ihn. Damit leider trotz eigentlich eines guten Starts dann doch keine Punkte für die Regents. Es geht zurück in die Defensive im zweiten Inning. So, was man hier gesehen hat, ist, dass ein Ersatzspieler dem Pitcher beim Warmwachen geholfen hat, da der eigentliche Catcher natürlich noch seine Rüstung wieder anziehen muss. Das dauert immer so eine Weile, und damit das Spiel dann nicht zu sehr verzögert wird, im Sinne der sogenannten Speed-Up-Rules, wird dann hier tatsächlich entsprechend vorgegangen, dass halt ein Feldspieler das übernimmt mit einer Maske, es dann schneller eben weitergehen kann. Und das wird es jetzt auch. Der nächste Schlagmann, der Kieler, ist auch schon unterwegs. Macht sich bereit, seinen Platz in der Battersbox einzunehmen. Das ist Ips, die 62, der jetzt Third Base spielt. Freddy Ips, der Third Baseman der Kiel Seahawks in der Battersbox. Ah, Hemmel mit viel Schwung, aber in diesem Fall zu hoch. Und nun zu tief. Jetzt hat er die Strikezone gefunden und der Wurf war so gut, dass trotz der Schlagchance der Schwung weit daneben ging. Foul Ball ins Gemüse, das Ding. Damit jetzt zwei Strikes und zwei Balls. Ah, knappe Geschichte, aber wohl richtig gesehen vom Plate-Umpire Patrick Bader. Der Ball war dann doch nicht ganz in der Zone. Damit jetzt Full Count. Und das ist natürlich der unglücklichste Zeitpunkt, bei einem Full Count einen Hit-by-Pitch zu bekommen. Ein Walk hat es ja auch getan gerade. Aber der Ball geht in seinen Rücken. Er nimmt es sportlich, sprintet mit aller Gewalt zu First Base, um zu zeigen, dass ihm das nichts angetan hat. Dann entledigt er sich allerdings ungefähr 20 Kilo Schutzmaterial und ein weiterer Spieler muss dann ankommen und das für ihn wegtragen. Das ist natürlich völlig legitim. Das ist jetzt das dritte Stück Equipment, was er abgibt, und weiter geht es. Voss, die Nummer 99, nun am Schlag, der nun catcht. Und den Ball auch Richtung Third Base. Schlägt dort von Berning aufgenommen und ein sehr schönes Aus an Second Base erreicht.
Fürs Double Play war es dann doch zu weit. Also ein Fielder's Choice hier. Der Feldspieler hat den ersten Läufer ausgemacht und den Läufer, den er auch hätte ausmachen können, an 1 dorthin laufen lassen. Das ist natürlich klug, denn so verhindert man, dass ein Läufer an 2 steht. Wir haben ein Aus, immer noch ein Läufer an 1. Und jetzt schlägt als nächstes die Nummer 58. Von der Nummer 58, Henry Baumann in der Bellas Box für die Kiel Seahawks. Genau, Baumann schlägt der Centerfielder. Und der schlägt den Ball hoch. Er hat auch noch ein bisschen Platz und das können Sie vielleicht auf dem Screen nicht mehr sehen. Ganz, ganz unglückliche Situation. Ganz nah an Zaun ins Foul Territory, kurz vor den Zuschauern hier live vor Ort. Benjamin Berning lässt den Ball aber fallen, obwohl er ihm schon an Handschuh schlug. Man kann hier als Scorer sicherlich einen Error vergeben, auch wenn die Situation schwer war. Das bedeutet natürlich jetzt die neue Chance für den Schlagmann. Wenn der jetzt nicht ausgemacht wird, wäre das besonders übel. Ah, Hemmel hadert vielleicht ein bisschen mit der Situation, muss das jetzt aber abschütteln und sich wieder neu fokussieren. Wenn Läufer auf Base sind, hat er eine sehr kurze Bewegung zum Catcher nach Home. Das hat den Vorteil, dass die Läufer es schwerer haben zu stehlen, als wenn man zum Beispiel sein Bein länger hebt und dann den Läufern damit signalisiert, wie lange es eben dauert. Hier auch eine interessante Situation. Catcher Moore hat sich entschieden, den Ball dann aufzunehmen, als der Ball noch im Foul war, also im Aus. Wenn er das tut, dann wird der Ball zum Foulball auch fest. Er hätte ihn aber auch noch weiterlaufen lassen können, mit dem Risiko, dass dann vielleicht die Läufer weitergekommen wären, aber vielleicht auch mit der Chance, ein Aus zu machen. Das ist eine Entscheidung, wo er hier auf Nummer sicher gegangen ist. Das kann man verstehen, nach der Unsicherheit der Defensive im ersten Spiel. Hier auf Nummer sicher zu gehen, ist sicherlich die richtige Entscheidung. Berning kriegt jetzt den Ball hier und ein Double-Play-Versuch wird gespielt. Und auch glücklich gelungen hier. Da zeigt sich, dass die Größe von Julian van Beers, der gefühlte 2 Meter groß war gerade, großartig ist, denn das Double-Play über Berning, Malke und dann van Beers war erfolgreich. 2 Aus in einem Spielzug und damit keine Runs für Kiel. Das zweite Spiel lässt sich jetzt schon viel besser an als das erste. Jetzt heißt es natürlich für die Regents gegen den Curveball werfenden Langner punkten.
So, wir sind im zweiten Inning unten. Der Coach bewegt sich nochmal auf den Platz und zum Schiedsrichter. Vielleicht wird hier jetzt schon gewechselt. Danach sieht es zumindest aus. Ich kann aber noch nicht erkennen, wer denn hier jetzt unter Umständen gewechselt hat. Sollte mir diese Information zugetragen werden, teile ich sie natürlich gerne mit. Ja, es scheint so zu sein, als ob sich die Nummer 82 Tege auf Second Base nun befindet. Koi, der zuvor Second Base gespielt hat, scheint an 3 gegangen zu sein. Und der Third Baseman Ips ist unter Umständen jetzt aus dem Spiel. Weiter geht's für die Regents allerdings nun mit Yannick Wolters, der kurz zum Bunt antäuscht, den dann aber zurückzieht. Wolters, der nun im zweiten Spiel Shortstop spielt. Schlägt hier zwar einen hart geschlagenen Ball, aber leider direkt zum Shortstop, der auch keine Mühe hat, den Ball aufzunehmen. Einen souveränen Wurf an hat er ja schon als Pitcher bewiesen. Und dann wirft er den Ball nun eben zu First Base. Dort ist Wolters aus. Als nächster Schlagmann nun ist Berning, Benjamin Berning, unser Third Baseman am Start. Nun, unsere Nummer 47, Benny Berning. Und da ist er wieder, der schon vielfach mir erwähnte Curveball, den der Pitcher souverän für Strikes wirft. Das ist natürlich eine große Kunst, den Ball so anzudrehen, dass er nicht gerade, sondern gebrochen durch die Luft fliegt. Das muss man erstmal können, das macht er gut. Und der könnte fallen, wenn er denn ins Fair geht, aber nein, der Schiedsrichter ist ganz nah dran, hat leichte Sicht auf den Ball. Es war sicherlich eine Millimeterentscheidung, aber die hat er aus meiner Sicht komplett richtig getroffen, der Schiedsrichter. Der Ball ist rechts neben der Foul-Linie der First Base lang geflogen und dann Foul, also nur ein Strike. Und jetzt bei 2 Strikes natürlich eine schwierige Situation für Berning, aber so erfahren wir es, kann er auch diese meistern. Berning ist sicherlich unzufrieden hier mit der Entscheidung des Schiedsrichters. Der Ball war an der unteren Kante der Zone. Ob er nun die Zone berührt hat oder nicht, ist aus meiner Position nicht zu sagen. Für Lagler ist es das Strikeout. Für Berning bedeutet das den Gang zurück auf die Bank. Und für die Regents, dass nun Van Beers, der Junior, am Schlag ist. Lagler ist wohl in den Curveball verliebt, er wirft ihn schon wieder. Und da sah tatsächlich da Van Beers nicht gut aus. Der hat da auf einen Ball geschwungen, der den Dreck berührt hat. Das passiert aber den Besten, das passiert auch in der Major League. Also Mund abputzen, weitermachen. Oh, ein hart geschlagener Ball, der könnte Probleme bereiten und das tut er auch. Er fällt genau zwischen dem Shortstop und dem Centerfielder runter, die sich zwar beide schnell zum Ball bewegt haben, aber genau da ist eben die Lücke gewesen, die uns nun einen Runner auf First Base bringen. Das Ganze bei 2 aus und nun versucht Pospisch, der Leftfielder,
sich hier verdient zu machen und den Runner weiterzuschicken oder vielleicht sogar zum Scoren zu bewegen. Der Pitcher hat die Zone hier genau getroffen. Pospich guckt sich nochmal die Zeichen an, die der Centerfielder Buhl dort gerade von Third Base gibt. Das tut auch der Läufer Van Beers, der unter Umständen jetzt das Zeichen zum Steal bekommen hat. Es wurde jetzt auch ein Bunt angezeigt. Bei zwei Outs sicherlich eher nicht ernst gemeint, ein Bunt hier zu legen, denn Pospich ist zwar ein souveräner Schlagmann, aber nicht unbedingt der allerschnellste zur First Base. Also hier vielleicht eher eine Aktion, um den Pitcher zu verwirren. Jetzt ein geschwungener Bunt, schwierige Situation. Aber der Third Baseman, trotz mächtiger Laufkultur, schafft es hier, den Ball an 1 auszuwerfen. Den Läufer an 1 aufzuwerfen, natürlich. Und damit nichts passiert. Weiterhin 0-0. Drittes Inning kommt in Kürze. So, weiter geht's im dritten Inning. Hamill ist schon bereit. Die anderen Akteure finden sich noch ein wenig ein. Jetzt tritt der Batter in die Batters Box. Der Mann mit der Nummer 53, Lorenzen, der nun First Base spielt. Interessante Position seines Schlägers vor dem Schlag. Sicherlich etwas eigen, aber wenn es für ihn funktioniert. Das Spannende am Baseball ist, es gibt nicht immer nur einen Weg zum Erfolg. Jetzt hier natürlich mit einem Foulball. Aber achten Sie mal drauf, wenn Sie das im Stream sehen können. Fest die Keule recht kurz und hält den Schläger recht weit hinten. Er macht also im Prinzip alles, um mit einem schnelleren für ihn vielleicht Pitcher klarzukommen. Schlägt den Ball hart und weit, aber nicht weit genug. Kein schwieriger Ball für Lillian Bull, der im Centerfield schon seit Jahren eine souveräne Rolle abgibt und hier genau das gleiche tut, den Ball fängt, entspannt ins Infield zurückwirft und damit für das erste aussorgt. Die 82 Tege nun am Schlag, oh nein, entschuldigen Sie bitte, die 92 Gebhardt nun am Schlag, das ergibt auch mehr Sinn, denn der ist in der Lineup, genau der es sein sollte. Und der macht das auch gleich gut und schnell. Er schlägt den Ball hart und souverän ins Left Field. Dort nimmt Pospich den Ball auf, schmeißt ihn ins Infield zurück, verhindert so Schlimmeres. Aber Single nun bei einem aus, jetzt mit einem Runner auf Base. Ans Schlag der Schlagmann Nummer 9, David, der die Nummer 60 trägt und im Left Field spielt.
Oh, er lässt den Ball abtropfen. Die beste Chance, die die Regents jetzt noch haben, ist tatsächlich, dass er die Linie runterfällt, aber das tut er nicht. Ein perfekter Band, schneller Runner, das kann man nicht besser machen tatsächlich, wenn man ein Band legen will. So genau muss es sein. Natürlich nicht gut für die Regents, denn nun haben wir Läufer auf 1 und 2, ein Band für einen Base-Hit. Der einzige Versuch war da wirklich noch zu hoffen, dass der Ball ins Ausläuft. Da hätte man vielleicht vor dem Spiel noch mal ein bisschen anders haken müssen, damit er das tut. Das ist natürlich nicht passiert, das konnte man ja nicht ahnen. Und dementsprechend haben wir nun Läufer auf 1 und 2 bei einem Aus. Am Schlag kommt jetzt der Pitcher Lagner selbst. Lagner, der hier mit einem sogenannten Blinker unterwegs ist. Seine Tasche hinten ist raus. Das ist in der Baseball-Spaßsprache eher bekannt natürlich als in der ernsthaften Sprache. Aber ich möchte Ihnen das hier natürlich nicht vorenthalten. Der Druck für Hemmel wächst zwar, aber er wirft hier ein paar gute Pitches, richtet sich jetzt nochmal seinen Hügel, damit der Punkt, wo er landet, also sein Landing-Spot mit seinem Fuß, ihm dann genehm ist und er nicht wegrutscht. Immer wieder eine schwierige Sache, das zweite Spiel zu pitchen auf unseren Hügeln in Deutschland, denn die Mounds sind meistens dann im zweiten Spiel schon ein bisschen ramponiert. Vorm ersten Spiel, Sie sehen hier, er versucht es wieder ein bisschen zu richten. Das hat natürlich auch so ein bisschen was von Routine und Entspannung. Und vielleicht kann er sich in der Situation auch dann nochmal kurz überlegen, was der nächste Pitch denn sein sollte. Oh, und da wird der Ball dann vom Feldspieler, vom Schlagmann berührt. Und der darf natürlich dann zur ersten Base laufen. Hit by Pitch. Unglückliche Situation jetzt. Dadurch nämlich Bases loaded und am Schlag einer der durchaus besseren Schlagmänner, der Gegner Schmidt, die Nummer 47, der Shortstop und Pitcher des ersten Spiels, der bereits gezeigt hat, was in seiner Keule steckt. Jetzt müsste man in der Situation natürlich wieder versuchen, ein Double Play zu spielen. Dazu sind die Spieler an First und Third Base auch weiter eingerückt, um den Ball dann eben zu Moore, dem Catcher, zu werfen. Den Ball hat er nicht getroffen, vom Timing her schlecht, aber auch ein krummer Ball, den er da versucht hat zu treffen. Nate. Nate nun vor mit zwei Strikes, aber auch immer noch großer Druck. Der war es nicht, aber man sollte bei zwei Strikes und keinen Balls auch nicht versuchen, den Ball zu mittig zu werfen und es dem Gegner zu leicht zu machen. Vielleicht jagt er ja dem etwas weiter außen geworfenen Pitch nach. Er chased den out of the zone, könnte man auf Englisch auch sagen. Da machen die Regents auf Nummer sicher und Nate zeigt seine ganze Athletik. Im Schrägflug wirft er sich noch zum Ball, fängt den, dann auch noch alle im Kopf wach und er wirft den Ball, dadurch, dass Bases loaded sind, nach Home. Dort ist ein Force Out, da alle Bases hinter ihm besetzt waren. Und ein Aus an Home, also kein Run. Zwei Aus jetzt bei Bases loaded. Und der Schlagmann Schmidt hat sich dann auf First Base bewegt. Jetzt aber Coy am Schlag, der hochgradig hart den Ball geschlagen hat hier. Und genau zwischen Berning und den Shortstop Wolters hindurch. Beide schmeißen sich nach dem Ball. Am Einsatz lag es hier deutlich nicht. Aber auch hier müssen sie sich dann kurz abputzen und dann geht es eben weiter. Das hat trotzdem zwei Punkte gebracht. Pospisch bringt den Ball zwar rechtzeitig rein, aber kann nichts Schlimmeres mehr verhindern. Auf 1 und 2 haben wir nun Runner und am Schlag ist die 82 Täge.
Kiel nun mit 2-0 in Führung. Noch nicht schlimm, aber jetzt wäre es gut, aus dem Inning rauszukommen und nicht ein sogenanntes Big Inning zu kassieren, also ein Inning, in dem man viele Runs abgibt. Das ist vor allem auch dann schlimm, weil es moralisch immer wieder problematisch ist, sich danach aufzurichten. Feldtägel mit der 82 für die Kieler in der Batter's Box. Hemmel scheint das Ganze hier nicht weiter zu stören. Also natürlich ärgert es ihn, das ist klar. Aber er wirkt nicht so, als hätte er jetzt irgendwie Probleme, sich zu konzentrieren oder so. Im Gegenteil, er schmeißt weiter fleißig Strikes und bietet seinen Feldspielern damit Chancen auszumachen. Hier jetzt ein Foulball, die Third Baseline runter. Dieses Mal mit dem nötigen Glück, dass er eben nicht im Feld liegen bleibt und dadurch ein ganz, ganz schwieriger Spielzug für Berning gewesen wäre, sondern dass der im Foul liegen bleibt, beziehungsweise von Berning berührt wird. Und damit dann 2 Balls und 2 Strikes jetzt für Tegge. Und da schwingt er daneben, da ist das Strikeout. Moore legt den Ball lässig noch ins Feld. Damit dann das dritte aus und die Regents versuchen nun den entstandenen Rückstand im unteren Teil des dritten Innings wieder aufzuholen. So, weiter geht's. Schlagmann Nummer 9, Friese, der im Right Field spielt, versucht sich nun, muss aber ebenso wie alle anderen noch auf die beiden Schiedsrichter warten, die sich dann auch nochmal eine Sekunde Zeit nehmen, um die Homeplate sauber zu machen. Das ist natürlich richtig, denn man soll ja auch genau sehen, wo diese ist, da sie relevant ist für Strikes und Balls. Jetzt geht's aber los für Friese. Und den Curveball schlägt er zum Third Baseman. Der wirft ganz ziemlich entspannt, unnötig entspannt fast. Ja, unnötig entspannt zu 1, safe an 1. Weil eben Martin einfach hart gelaufen ist, gute Fundamentals gezeigt hat. Immer hustlen, ja, immer alles geben, denn ein knappes Ding kann jetzt eben auch mal dann dazu führen, dass der Wurf nicht genau genug ist. Und so ist Friese an 1, weil der First Baseman sich von der Base gelöst hat und nicht mehr diese berührt hat, als er den Ball gefangen hat. Nun Hamill am Schlag. Der Pitcher macht sich hier bereit, um vielleicht den entstandenen Rückstand jetzt wieder aufzuholen. Schlägt den Ball hart, aber leider perfekt für ein Double Play, was
durch seinen Speed zum Glück verhindert wird, aber immerhin ein Aus für die Seahawks, die nun mit einem Aus im Inning erneut Runner auf 1 haben, der ein absoluter Speedster ist. Da war es schwierig für den Second Baseman der Kieler noch etwas auszurichten. Trotzdem gibt der Shortstop ihm vielleicht noch ein paar Tipps für das nächste Mal. Unser Second Baseman mit der Nummer 17, Jeff Malke. Für die Regents nun am Schlag Jeff Malke, der Second Baseman. Aber das war zu erwarten. Der schnelle Nate evoziert auch bei den Gegnern die Angst, dass er einen Steal versuchen könnte. Dementsprechend wirft man dann mal darüber, macht einen Pickoff-Versuch, um ihn möglichst nah an der Base zu halten. Nate sollte sich aber durch sowas nicht beeindrucken lassen. Und das macht er auch nicht und geht. Aber, uiuiui, enge Geschichte. Athletischer Spielzug von beiden. Beide liegen auf dem Boden. Aber Stolen Base, erfolgreich. Jetzt Time. Der Schiedsrichter hebt die Hände, signalisiert, ja, wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen die Base sauber machen. Und außerdem möchte sich sicherlich Nate auch den Staub von der Kapuze wischen. Und dann kann es weitergehen. Der Schiedsrichter bringt sich jetzt in die angestammte und richtige Position für einen Läufer auf Base, der auf Second Base ist. Und nun kann es weitergehen. Am Schlag immer noch Malke. Kurve erneut. Diesmal vom Catcher nicht sauber gefangen. Vielleicht das der ausschlaggebende Punkt, warum der Schiedsrichter den Call Strike nicht gegeben hat. Hier ein Ball. Möglicherweise hat er es aber auch einfach so besser gesehen. Da muss Nate aufpassen und geht nicht. Jetzt geht er doch zu 1. Also mal eine gute Situation hier. Der Schlag war so langsam in Anführungsstrichen und so an die falsche Position, dass der durchaus athletische Shortstop hier nicht das Play machen konnte. Nate mit gutem Base Running erst gewartet, vielleicht dadurch den Shortstop ein wenig verwirrt oder zumindest sicher gegangen, dass er nicht selbst ausgeht. Und Malke mit dem erfolgreichen Schlagdurchgang jetzt dadurch an 1. Damit Läufer auf 1 und 3 bei einem Aus. Eine gute Situation für die Regents, aus der sie nun hoffentlich Kapital schlagen können. Und so scheint es auch, dass das gesamte Infield jetzt hier nochmal zum Kaffeekranz sich zusammenfindet oder vielleicht nochmal über die Situation nachspricht. Im ersten Spiel habe ich schon erwähnt, bei 1 und 3 hat die Offensive den Vorteil, dass die Läufer vielleicht gleichzeitig laufen könnten, respektive, dass wenn der Second Base, der Läufer zu Second Base stiehlt, der Läufer von 3 nach Home gehen könnte. Da muss man sich dann gut absprechen, was die Defensive vorhat. Und jetzt wird auch gleich genau die Situation hier nochmal mit dem großen Schmunzeln des Pitchers belohnt, denn er hat sich schon gedacht, dass da vielleicht was im Busch ist und möchte jetzt verhindern, dass der Malke an 1 es schafft, zu 2 zu gehen. Er geht jetzt auch, es wird weit geworfen und sie haben gerade gesehen, ein Run erstmal für die Regents gescored, Malke sicher an 2, sie haben gerade gesehen, der Catcher nicht, der Catcher schmeißt zum Shortstop, der wollte sicherlich den von 3 kommenden Runner dann ausmachen, aber der Catcher wirft zu hoch, dadurch Malke sicher an 2 und auch, und das ist das große Glück, sicher an 1 von dem Runner natürlich. Und dementsprechend erster Punkt, jetzt am Schlag Buhl. Eieiei, enge Kiste, Malke versucht 3 zu klauen, es gelingt ihm auch aufgrund der Entscheidung des Schiedsrichters. Die Kieler sehen das massiv anders, können aber nichts machen, im Baseball ist Diskutieren durchaus verpönt und außerdem hilft es meistens nichts. Sowieso sollte da eigentlich nur der eigene Coach diskutieren, wenn überhaupt. Man riskiert sonst immer einen Rauswurf und es ist auch kein guter Stil.
Es wird also schnell weitergespielt mit Läufer auf 3 jetzt und einer Situation, in der Buhl versucht, den Ball Richtung Right Field zu schlagen. Eigentlich ein guter Vorgang, aber der Ball wurde souverän gefangen. Line Drive zum Right Fielder, der wirft hart und klar zurück, sodass an 3 der dort verbliebene Läufer keine Chance hatte, dann nach Home zu gehen und zu scoren. Jetzt bei 2 aus ist es an Christoph Mohr, der auch erneut im zweiten Spiel der Catcher ist, den nächsten Run und damit den Ausgleich zu produzieren. Oh, schwierige, enge Nummer hier an Home. Da ist der Ball dem Catcher durchgegangen. Wer am Ende schuld war, ist nicht ganz klar. Vielleicht war es die Schuld des Catchers, vielleicht die des Pitchers. Am Ende des Tages auch unerheblich, denn der Punkt ist da, der Ausgleich ist da. Und nun darf Mohr sich in einer neuen Situation befinden. Er muss jetzt in Anführungsstrichen nur irgendwie auf Base kommen. Ein Walk würde es jetzt hier also auch tun. Ein Base-Hit hätte natürlich das bessere Gefühl zur Folge. Und dementsprechend versucht er das auch, aber er schlägt den Ball so entspannt für den Second Baseman zur Second Base. Der wirft zu 1. Dort ist dann Mohr aus. Hart geschlagen, ja, aber schlecht platziert. Das ist dann manchmal das Blöde am Baseball, aber immerhin der Ausgleich, das fühlt sich doch schon mal gut an. Und jetzt kann man im Beginn des vierten Innings also wieder von vorne anfangen, wenn man so will, bei einem ausgeglichenen Spielstand. So, weiter geht's im vierten Inning. Am Schlag ist Vincent Voss mit der Nummer 99, der Catcher des zweiten Spiels. Und er schlägt den Ball hart und weit. Ist es weit genug? Gerade weit genug. Unangenehmer Ball für den Second Baseman, der recht gerade auf ihn zukommt, aber über ihn drüber geht, genau in die Lücke rein. Da war der Ball wirklich nicht erreichbar für Marke, der alles versucht hat. Damit jetzt Läufer auf 1 und am Schlag Baumann. Base-Hit für Vincent Voss wird somit zum Base-Runner. Jetzt gibt es hier noch in irgendeiner Form eine Besprechung des Schiedsrichterteams. Das ist für mich nicht erkenntlich, warum. Ob hier irgendein Fehler passiert ist durch die Feldspieler, vielleicht eine sogenannte Obstruction, das wäre zumindest denkbar.
Henry Baumann. Dass also einer der Feldspieler den Läufer behindert haben könnte. Jetzt hat der Schiedsrichter aber safe gecallt. Also könnte es eher um vielleicht einen illegalen Schlagversuch oder irgendwas in diese Richtung gehen. Es ist für mich nicht klar nachzuvollziehen. Es tut mir leid. Das Ergebnis des Ganzen ist dennoch Läufer auf 1 und Schlagmann Baumann ist weiter am Schlag. Oh, da weit daneben geschwungen. Da schüttelt er auch den Kopf. Guter Pitch und schwacher Schlag kombiniert zu einem Strike. Und der dritte Strike gegen Baumann. Ein Curve oder Slider. Ein Curve oder ein Slider. Von Hamill. Der Schlagmann guckt den Ball nur unglücklich hinterher und ist aus. Damit jetzt ein Aus, immer noch Läufer auf 1. Und Lorenzen, der First Baseman, tritt in die Batters Box mit seinem ungewöhnlichen, aber sicherlich nicht uneffektiven Schwung. Er hält den Schläger recht flach, kurz vor fast das Gesicht des Catchers, vielleicht auch um ihn zu verwirren. Ich glaube aber eher, dass er einfach genau diese Art von Schlag gerne mag. Er nimmt sich damit Weg des Bats zum Ball, also er macht den Bat sozusagen schneller. Auf der anderen Seite macht er damit auch ein bisschen Power weg, weil er eben nicht so weit ausholt, wenn man so will. Jetzt versucht er hier einen Bunt, interessant. An dieser Situation bei einem Aus. Legt aber den Ball nicht runter, sondern zieht zurück, kriegt einen Strike gecallt. Und beim Stand von 2:2 mit Runner auf 1 und einem Aus geht es nun weiter. Der nächste Ball wird ins Foul geschlagen. Er prallt an den Backstop. Der nächste sammelt den Ball auf, steckt ihn sich in die Hosentasche, damit er den gleich den Schiedsrichtern wiedergeben kann. Und bei 2 Balls und 2 Strikes, der Schiedsrichter zeigt es an, geht es nun weiter. Wirklich weit geschlagen, also an Kraft mangelt es ihm nicht, aber meilenweit ins Foul. Den Ball findet wahrscheinlich auch heute keiner mehr, der ist im Gemüse. Da müsste man wahrscheinlich dann mal mit dem Ballsuchgerät, das wir noch nicht erfunden haben, hin. Und da würde man wahrscheinlich eine ganze Reihe von Bällen finden. Jetzt aber ein brillanter Curveball, der von Lorenz nicht verarbeitbar ist. Hamill also hier zeigt sich von seiner besten Seite, richtet dann nochmal ganz entspannt den Hügel, feiert nicht, zelebriert nicht, er ist hier all about business. Es ist für ihn ein ganz normaler Arbeitstag. Und das zeigt er auch und wirft souverän seinen ersten Strike zu Gebhardt, dem Right Fielder. Und da geht er sogar auf ein Knie bei dem Schwung. Das hat auch nichts gebracht. 2 Strikes schon. Bei 2 Aus jetzt. Immer noch Läufer auf 1. Der geht nun. Kein sinnvoller Wurf mehr möglich. Steal für den Runner. Der Second Base sicher erreicht. Der Pitch hatte den Catcher Moore so weit nach oben und außen getragen, dass er sich nicht mehr in eine Wurfposition bringen konnte und es dementsprechend dann besser gelassen hat. Gute Entscheidung von Moore an dieser Stelle. Und ärgerlich, Base Hit genau in Center Field
Und der Läufer hat alles richtig gemacht, ist um die Base gesprintet und hat den Punkt durch Voss erbracht. Da hat der Schlagmann also wirklich gut agiert. Zum Nachteil der Regions, die nun mit 3-2 hinten liegen. Immer noch 2 aus, Läufer an 1. Und am Schlag ist nun die Nummer 60, David. In diesem Fall eine wirklich seltsame, unklare Situation. Der Schlag wurde souverän eigentlich von Malke aufgenommen. Der wirft den Ball aber nicht mit der letzten Konsequenz zu 1. Der Läufer hat mit einem Slide Füße zuerst die 1 erreicht. Ein ganz ungewöhnlicher Spielzug. Das sieht man eigentlich nie. Wenn man zu First Base slidet, dann meistens Head First. Ist übrigens nicht zu empfehlen, aber kann man ja mal machen. Der Schiedsrichter callt den Save. Kann man auch von hier nicht genau sehen, wird wohl richtig sein. Aber das führt dazu, dass wir jetzt Läufer auf 1 und 2 haben. Die Defensive ist entspannt gewesen. Jetzt ist sie etwas entnervt, weil sie den Call wohl anders gesehen haben mögen. Aber nichtsdestotrotz müssen sie jetzt weitermachen und dürfen sich jetzt hier nicht davon zu sehr aus dem Konzept bringen lassen. Das scheint Nate Hamill auch nicht zu tun, der auf dem Mount weiter souveräne Arbeit macht. Aber er hätte natürlich mit einem konsequenten Spielzug von Malke einfach schon aus dem Inning raus sein müssen. Guter Block hier von Moore, der den Ball vor sich hält und damit verhindert, dass die Läufer weiter vorrücken. So bleibt die Spielsituation gleich. Und Hamill kann erneut versuchen, Lagler, der nun am Schlag ist, hier auszumachen. Foulball, der die Maske von dem Schiedsrichter scheinbar berührt. Das ist sehr unangenehm, auch wenn er eine sehr gute und sehr teure Maske hat. Deswegen ist das jetzt hier auch ein sehr gangbarer Weg, was der Catcher da macht. Er nimmt sich ein bisschen Zeit. Die braucht er gerade gar nicht. Das braucht nämlich jetzt gerade der Schiedsrichter. Und er geht deswegen zu seinem Pitcher hin, gibt ihm den Ball in die Hand. Das wird auch nicht als Coaching-Visit gewertet, sondern einfach nur als gute Etikette, um dem Schiedsrichter die Zeit zu geben, sich ein wenig zu erholen von dem gerade ihm an den Kopf geschossenen Ball. Und jetzt geht es auch schon weiter. Okay, der Schiedsrichter hat hier entschieden, eine sehr interessante Situation wieder. Der Feldschiedsrichter hat entschieden, dass der Läufer, der zu 3 gelaufen ist, nicht mehr in der Runner's Line, also in der gedachten Linie zwischen seinem Startpunkt und der Base, die er erreichen wollte, gelaufen ist, sondern zu weit dem Tag-Versuch, also dem Berührungsversuch durch den Third Baseman Berning, entwichen ist. Und dadurch ist er eben dann aus gewesen. Also da hat der Schiedsrichter ohne eine Berührung hier entschieden, dass das nicht legitim war. So ist es im Regelwerk und das ist eine Ermessensentscheidung des Schiedsrichters. Natürlich regt sich der Kieler Coach auf. Auf der anderen Seite hat sich vielleicht der Coach vorher der Hannoveraner vorher über den Call an 1 aufgeregt. So gleicht es sich im Baseball unter Umständen aus. Vielleicht hatte auch einfach der Schiedsrichter in beiden Malen komplett recht und die Coaches haben sich völlig zu Unrecht aufgeregt. Schwer zu sagen, trotzdem jetzt der Spielstand 3-2. Hannover muss also wieder nachlegen. Dass sie es können, haben sie in den vergangenen Inning bewiesen. Nun also wieder von vorne, gleich geht es weiter mit Wolters.
So, der Catcher muss sich nur mal die Haare richten. Das ist bei der Pracht, die er da trägt, unter der Maske natürlich gar nicht so einfach. Und das hat er nun geschafft und damit kann es weitergehen. Alle sind bereit. Yannick Wolters tritt an das Schlagmal, tippt nochmal auf die Base. Ein Tick, den viele Baseballspieler haben. Er ist sicherlich ohne Effekt, außer für die Beruhigung des Schlagmanns. Und nun geht es los. Da ist er wieder, der Curveball, das Markenzeichen dieses Pitchers, würde ich sagen. Lagler schmeißt diesen Ball fast mehr als seinen Fastball. Ich habe natürlich nicht mitgezählt, aber gefühlt zumindest ist es so. Und das führt hier auch zu einem Schwung, der bestenfalls knapp daneben war, sagen wir jetzt einfach mal. Damit zwei Strikes gegen Wolters, der sich hier jetzt natürlich bemühen sollte, nicht mit drei Pitches direkt Strikeout zu gehen. Den Ball konnte der Catcher nicht festhalten. Unklar, ob es sich hier um eine Misskommunikation handelte und er vielleicht einen weiteren Curveball erwartet hat oder ob der Ball vielleicht einfach nicht fangbar war für den. Das führt durchaus zu Unentspannung beim Schlagmann, denn jetzt sind zwei Bälle wirklich weit daneben gewesen und der ging auch durchaus in die Richtung des Spielers. Sicherlich keine Absicht, ganz im Gegenteil. Bei zwei Strikes macht das überhaupt keinen Sinn in diesem knappen Spiel. Vielmehr ist es aber so, dass man sich natürlich gerne eigentlich der Sache bewusst ist, wo der Ball grob denn hinkommt. Und das ist jetzt dreimal dem Pitcher nicht geglückt. Nach zwei Strikes hat Yannick Wolters jetzt gute Augen bewiesen. Nach zwei Strikes natürlich. Und jetzt drei Balls. Damit Full Count. Und jetzt zu schwingen ist natürlich auch schwer, wenn man vorher drei Balls in Folge gesehen hat. Yannick muss jetzt bereit sein, um unter Umständen auf einen knappen Ball zu schwingen. Aber das gute Auge, was er gerade gezeigt hat, weiter beweisen. Und das gelingt ihm. Der Ball ist hoch. Wolters sprintet zur ersten Base, macht damit die Möglichkeit auf, hier einen Punkt wieder zu erzielen. Am Schlag nun Benjamin Berning, der Third Baseman, der versuchen wird, Wolters weiterzubringen. Und ein erneuter Pickoff-Versuch, wie wir es schon so oft gesehen haben. Hier kann offensichtlich der Pitcher entspannt und präzise hinwerfen. Der First Baseman fängt den Ball. Alles soweit souverän. Ebenso souverän Yannick, der zurück mit Head First zur Base slidet und dort sicher ist. Offensichtlich ist der Catcher mit dem Call des Umpires hier unzufrieden. Er hält den Ball fast schon dramatisch lange an der Stelle, wo er ihn als vermeintlichen Strike gefangen hat. Das sollte man nicht zu oft machen, um den Schiedsrichter nicht zu verärgern, aber vielleicht auch mal ein ganz gutes Zeichen. Hey Schiedsrichter, ich bin nicht zufrieden, aber ich zeige es jetzt auch nicht so laut. Immer eine schwierige Gratwanderung. Und glücklich jetzt hier, sehr gut, der Schlag von Berning. Glücklich deswegen, weil er zwar hart geschlagen war, aber weil er genau eben an die richtige Stelle zwischen Shortstop, Leftfield und Centerfield gefallen ist. Damit Wolters nun an Second Base, Berning an First Base, das Ganze bei keinem aus. Jetzt könnte es natürlich soweit sein, dass die Regents hier den Ausgleich erzielen. Julian van Beers wird genau das versuchen. Ich hatte eingangs erwähnt, dass Nathan Hamel eine interessante Schlagtechnik hat, nämlich als rechtshändiger Werfer links zu schlagen. Julian van Beers macht es genau andersrum. Er ist Linkshänder, schlägt aber mit rechts. Das hat auch schon oft zu Erfolg geführt. Hoffentlich schafft er es jetzt wieder.
Das war ein Curveball erneut. Und der ist so stark gebrochen, dass dann der Schlag im Prinzip nur noch ins Foul gelenkt werden konnte. Damit jetzt zwei Strikes für Van Beers, der jetzt sicherlich versuchen muss, wenigstens den Ball ins Spiel zu bringen und die Läufer weiterzubringen. Ja, da versucht der Pitcher vielleicht auch einfach nur nochmal zur Beruhigung den Läufer an zwei ein wenig zurückzujagen, indem er sich zu ihm umdreht. An Second Base muss er nicht zu zwei werfen, auch wenn er das macht. Oh, unangenehm, sehr unangenehm. Da hat sich der Schlagmann Van Beers den Ball selbst an den Knöchel geschlagen. Das ist äußerst schmerzhaft. Ich hatte mich vorhin schon darüber geäußert, dass ein Gegner einiges an Equipment, an Schutzkleidung dabei hatte. Um genau eben sowas zu verhindern, ist das natürlich klasse. Ja, also das ist nachvollziehbar, dass man durchaus solche Schutzkleidung trägt. Nichtsdestotrotz scheint es so zu sein, als ob hier Julian Van Beers auf die Zähne beißt. Es wird Eis geholt jetzt und alle anderen gucken ein bisschen, dass sie was anderes machen, um ihm ein bisschen Zeit zu geben, jetzt sich zu entspannen. Diese Baseballs, wie jeder weiß, sind steinhart. Ja, da möchte man nicht mit ihm tauschen jetzt. Das wird auch morgen sicherlich eine hübsche blaue Region dort unten geben. Aber er ist hart im Nehmen. Und jetzt wird er noch mehr zeigen können, aus was für einem Holz er geschnitzt ist, wenn er jetzt den Ball ins Spiel bringen könnte. Und das tut er auch. Und interessant, der Shortstop entscheidet sich, und das auch völlig zu Recht, den Ball zur dritten Base zu werfen. Dort ist nämlich ein Forceplay, denn Wolters musste dorthin rennen. Er wurde von hinten sozusagen gedrückt. Van Beers schafft es safe auf 1 durch das Fielder's Choice. Der Shortstop nimmt den weitest fortgerückten Runner weg. Und damit ein Aus jetzt, aber immer noch Läufer in Scoring Position auf 1 und 2. Und am Schlag versucht sich nun Pospisch, der Leftfielder mit der Nummer 45. Er sollte jetzt tunlichst den Ball ins Spiel bringen, um einen Run zu erzielen. Da ist sie wieder, die Kurve und der Strike-Call von Plate-Umpire Patrick Bader. Zwei Strikes nun gegen ihn. Schwierige Situation wieder. Aber Pospisch, der windet sich zwar noch weg, wird vom Ball getroffen. Sicherlich keine Absicht hier. In der Situation würde das überhaupt keinen Sinn ergeben. Es gibt auch eigentlich kein böses Blut zwischen den beiden Mannschaften. Und somit nun die Bases loaded bei einem aus. Und damit natürlich eine gute Situation jetzt für Friese. Ein Walk würde einen Punkt bringen, ein Hit by Pitch würde einen Punkt bringen und natürlich auch ein erfolgreich geschlagener Ball. Viele Möglichkeiten also. Hauptsache jetzt nicht Strikeout gehen. Dann sind die Chancen gut, dass etwas passiert. Die Gegner spielen die Corners in, also der First Baseman und der Third Baseman stehen auf dem Rasen. Sie werden, wenn der Ball zu ihnen geschlagen wird, sicherlich den Ball an Home werfen, also zum Catcher, der dort auf Homeplate treten würde und den von 3 Run nahenden Runner dann ausmachen könnte. Friese wird natürlich versuchen, genau das zu verhindern, sondern den Ball idealerweise weit ins Outfield zu schlagen oder durch eine der entstandenen Lücken. In diesem Fall ist der Ball aber hochgeschlagen im Infield und bei weniger als 2 aus gibt es bei Bases Loaded oder bei mindestens 1 und 2 besetzt die sogenannte Infield Fly Rule. Das hat der Schiedsrichter auch sofort erkannt und gerufen. Infield Fly, das bedeutet, dass der Schlagmann aus ist, sofort und den Läufern dadurch der Laufdruck genommen wird. Sonst könnte man nämlich in einer solchen Situation unter Umständen ganz leicht mehrere Läufer ausmachen, so eigentlich ein Schutz für die Defensive.
Ein Schutz für die Offensive, darf man nicht falsch verstehen. Und jetzt aber natürlich blöd für die Regents, denn bei Bases Loaded haben sie nun zwei aus und Hamill muss jetzt zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Der Kanadier sicherlich schon in solchen Situationen mit glorreichen Schlagdurchgängen. Hoffentlich kann er es jetzt wieder beweisen. Die ersten guckt er sich an. Zwei Balls, gute Situation jetzt für ihn. Kein Ort, auf dem man ihn laufen lassen kann. No place to put him, wie man so schön sagt. Heißt, wenn er auf 1 gehen würde bei einem Walk, wäre das auch ein RBI, wäre ein Run und der Ausgleich. Jetzt muss also ein Strike eigentlich geworfen werden. Aber 3-0. Der Pitcher pustet doll durch. Er war sich sicher, der hätte eigentlich ein Strike sein sollen. Patrick Bader an Homeplate hat es anders gesehen. Ich bin natürlich hinreichend parteiisch und deswegen habe ich das auch so gesehen. Jetzt nähert sich dann nochmal der Shortstop, aber keine Aktion. Ja, da war der Strike dann da. 3-1 jetzt, aber ein absoluter Hitters-Count. Ein Ball, der nicht in die Strike-Zone geht jetzt, würde einen Run produzieren. Entsprechend wird sich Nate genau den Ball angucken und dann entscheiden, ob er überhaupt schwingen sollte. Der Pitcher nimmt sich nochmal die Zeit, putzt sich nochmal den Mund ab, sagt, komm, ich fange nochmal von vorne an, ich war mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht wollte ich diesen Pitch doch nicht werfen. Das ist natürlich sein gutes Recht. Jetzt hat er sich konzentriert und jetzt geht es weiter. Nate guckt sich auch diesen Pitch an, erneut ein Strike. 61 Pitches jetzt schon vom gegnerischen Pitcher, der seine Sache bislang solide macht, bis gut macht. Jetzt gilt es aber bei Full Count und zwei aus, die Läufer werden starten. Der Ball ist hochgeschlagen, aber der Outfielder, der Second Baseman hätte ich beinahe gesagt, der Centerfielder natürlich, fängt den Ball bei Bases Loaded und einem aus, wenn mich nicht alles täuscht, haben die Regents es verpasst, Punkte zu machen. Das ist natürlich jetzt sehr bitter. Sie haben zwar Druck auf die Defensive ausgeübt, aber am Ende konnten sie kein Kapital schlagen daraus. Und nun heißt es moralisch natürlich, das Ganze zu verkraften und im fünften Inning dann sich schadlos zu halten und wieder den Druck auf den gegnerischen Pitcher zu erhöhen. Sie sehen ja, es ist möglich, aber sie müssen eben dann auch Kapital aus diesen Situationen schlagen, sonst kann man so ein Spiel nicht gewinnen. So, weiter geht's. Oben im fünften Inning. Hamill ist weiterhin als Pitcher da. Und den eigentlich oben in der Strike Zone befindlichen Ball schlägt der Schlagmann Schmidt.
Der Shortstop der Seahawks. Eigentlich eine schlechte Schlagauswahl, aber wer in der Höhe noch so viel Power entwickeln kann und dann das Glück hat, dass er natürlich zwischen den beiden Outfieldern genau runterfällt, völlig unglücklich eigentlich, der hat eben Erfolg. Ja. Und damit haben wir nun Läufer auf 1 und am Schlag befindet sich Coy, der den Ball genau die Linie herunterfeuert und das Ganze ins Left Field und da sich natürlich dann auch locker zu Second Base bewegt mit einem Double. Schmidt geht weiter auf Third Base. Der große Mann sprintet hier, als wäre er ein junges Reh, um die Bases herum. Hamill ist frustriert, zu Recht. Das war natürlich ärgerlich. Berning hatte alles gegeben, schmiss sich nach dem Ball, aber da war nichts mehr zu holen. Und nun ist am Schlag Tegel, der erstmal daneben schwingt. Aber jetzt ohne Punkte aus der Situation rauszugehen, wird ganz schwer. Da müsste es schon sehr gutes Infield-Play geben. Und man sieht auch genau, was die Regents vorhaben. Sie spielen auf dem Gras, das bedeutet Infield-In. Die 4 Infield-Spieler werden, wenn sie den Ball kriegen, wahrscheinlich nach Hause werfen. Sie wollen das Spiel knapp halten, im Gegensatz zum ersten Spiel. Da gibt man natürlich idealerweise... Da gibt man einiges an defensiver Reichweite auf, also das rechts und links ist bei einem hart geschlagenen Ball dann natürlich viel schwerer, weil der Ball schneller bei ihm ist. Der Vorteil ist eben, man hat die Chance, den Läufer auf 3 auszumachen. Ein sogenannter Trade-off, man tauscht hier also eine Chance gegen eine andere. Und das bedeutet natürlich großen Druck auch für die Infielder, die diesen Spielzug dann eben auch ausführen müssen. Wenn es denn dazu kommt, dass der Schlagmann Tegel hier nun den Ball dorthin schlägt. Aber der schwingt daneben, formschön ausgecallt auch von Bader, der den Strike anzeigt und dann das Strikeout signalisiert auf den Schwung. Gleiche Situation für die Infielder, sie bleiben innen. Läufer auf 2 und 3. Voss schlägt nun. Und die Hannoveraner wollen weiterhin versuchen, natürlich sich hier trotz der schwierigen Situation schadlos zu halten und Punkte zu verhindern. Um das Spiel eben entsprechend knapp zu halten. Hamill hier mit einem Fastball, aber leider zu hoch. Voss hat es gut gesehen und bleibt stabil, schwingt nicht. Den drückt er ins Outfield. Kein Problem für Buhl, aber schwierig und zu weit. Schwierig und zu weit. Ein Tag-Up. Erfolgreich, also ein Punkt, Sacrifice Fly für die Kieler und auch, und das ist besonders unglücklich eigentlich, der Läufer, der auf 2 war, Coy ist auch auf 3, er hat es auch dorthin geschafft, das hätte man unter Umständen noch verhindern können, ist nun nicht geschehen, damit bei 2 aus, Läufer auf 3. Jetzt kann natürlich die Defensive sich wieder zurückziehen. Sie braucht ja nur noch ein Aus. Der Läufer an 3 ist insofern für den normalen Teil der Defensive zu ignorieren. Sofern ein Groundball zum Beispiel zum Infield kommt, müssen sie ihn nicht mehr beachten, sondern einfach das Play an 1 machen. Dennoch jetzt 4-2 für Kiel. Das Spiel ist noch auf, auf jeden Fall. Im Gegensatz zum ersten Spiel zeigen sich die Regents hier stark verbessert. Haben vielleicht immer noch nicht das nötige Quäntchen Glück in der einen oder anderen Situation, aber auch nicht die Kaltschnäuzigkeit im vergangenen Inning bewiesen, um dann eben aus der guten Situation Profit zu schlagen. So bleibt es dabei. Regents können es besser machen, müssen aber noch was tun.
Baumann schwingt hier hart, aber nicht präzise genug. Der Ball landet am Backstop, kurz vor unseren Gesichtern. Wir sitzen hier sozusagen hinter dem Backstop, haben das Spiel dadurch gut im Blick. Zum Glück ist hier ein Zaun. Und jetzt heißt es bei 2 Balls und 2 Strikes erneut Hamel gegen Baumann. Full Count jetzt bei 2 aus. Die erste Base ist offen. Es ist also nicht unbedingt sinnvoll, jetzt hier auf Teufel komm raus einen Pitch mitten in die Mitte zu setzen und vielleicht einen guten Schlag zu riskieren. Das tut er auch nicht. Stattdessen ist es ein schwach geschlagener Ball. Und Berning nimmt diesen sehr dankbaren, Gott sei Dank dankbaren Flyball, der langsam geschlagen wurde, auf, fängt ihn aus der Luft, um genau zu sein, macht damit das dritte aus. Und nun befinden wir uns unten im 5. Inning beim Stand von 4-2. Jetzt muss die Regents Offensive natürlich nachlegen und zumindest erstmal den Ausgleich wiederherstellen. So, das nächste Inning geht los mit Malke, die On-Base-Machine. Hoffentlich straft er mich jetzt da nicht lügen. Es wäre natürlich gut, wenn gleich der erste Runner auf Base kommt, um den Druck auf die Gegner aufzubauen. Jetzt gilt es also für ihn. Ja, Langner beginnt da souverän mit einem Strike über die Inside Corner. Der war nix. Außen, gut gesehen von Malke. Oh, der wird morgen einen leichten blauen Fleck machen. Auf Curveballs getroffen zu werden, ist im Vergleich dankbarer als auf Fastballs. Das ist ja in der Natur der Sache auch ganz logisch. Der Ball ist nicht so schnell. Trotzdem wünscht man sich das nicht, aber fürs Team nimmt man das dann durchaus mal mit. Er beklagt sich auch nicht, sondern sprintet entspannt zu First Base, stellt sich dorthin, nimmt sich die Zeichen von Patrick Pospich, der den Third Base Coach memt. Und Lillian Buhl nun am Schlag, der Centerfielder. Aber fast schon uhrwerksmäßig, sobald die Regents einen Runner auf Base haben, wird erstmal darüber geworfen, damit der Runner auch sich nicht zu weit von der Base löst. Bislang ohne Erfolg, aber das ist auch nicht immer der Punkt. Der Erfolg ist auch schon dann eingestellt, wenn der Runner sich nicht zu weit von der Base löst und vielleicht dann eben Second Base, zum Beispiel im Falle eines Double Plays, nicht mehr erreicht oder es schwieriger hat, überhaupt zu stehlen. Also es geht da nicht immer nur um das Auszumachen, sage ich mal, sondern um die Situation an sich. So ganz stark da von Malke, der die Base klaut, und ähnlich stark tatsächlich vom
Shortstop, der Backup gelaufen war und den viel zu hoch geworfenen Ball von Voss dort nicht mehr, der hat den dort nicht mehr sinnvoll anbringen können am eigentlich covernden Second Baseman. Stattdessen hält der Shortstop trotz seiner Größe ganz agil dort den Ball fest und lässt damit nicht die Chance zu, dass Marke unter Umständen zu Third Base kommt. Buhl jetzt mit einem Foulball in den Sandkasten der Leichtathletikanlage ungefähr, würde ich sagen. Dort spielen gerade aber zum Glück keine Kinder. Dementsprechend kann man da sicher gehen, dass da auch niemandem was passiert ist. Dort steht auch gut und gerne mal unser Schlagkäfig, der dann dort den Sandkasten beschützt. Aber jetzt geht es hier für Buhl weiter. Es ist irgendwie unklar, was jetzt hier zwischen den Schiedsrichtern und den Schlagmännern und der Defensive passiert. Es scheint Diskussionen über den Count zu geben. Man versichert sich gegenseitig. Anscheinend hat man sich nun geeinigt und es kann weitergehen. Es ist unter Umständen möglich, dass jetzt der Count hier in unserer Anzeige dann falsch sein wird. Aber das scheint auch jetzt erstmal egal zu sein, denn das Ergebnis ist, Buhl schlägt den Ball zum Second Baseman. Der vertändelt ihn zwar, aber der beweist einen äußerst starken Arm, wirft noch zu 1. Der Schiedsrichter ist sich sicher, gibt den emphatischen Call aus an 1, obwohl Buhl schnell gelaufen ist. Im Endeffekt schafft es dann dadurch aber zumindest Marke noch auf die dritte Base zu kommen. Jetzt also ein Aus und das ist natürlich die Gelegenheit für Christoph Mohr jetzt, ein RBI zu bekommen, indem er zum Beispiel den Ball weit ins Outfield hämmert. Auf diesen Slider tut er das nicht, guckt sich den Strike an. Und der geht ins Foul, damit schon 2 Strikes. Was wir heute übrigens noch nicht gesehen haben, interessanterweise, ist ein sogenannter Borg, also unerlaubte Bewegung des Pitchers. Das kommt gefühlt in jedem Spiel so einmal vor, gerade eigentlich bei so langen und durchaus konzentrationsintensiven Spielen. Aber bislang haben wir das noch nicht gesehen. Das würde bedeuten, dass die Läufer vorrücken. Jeweils eine Base ist hier aber noch nicht der Fall. Falls es doch mal passiert, sind sie jetzt schon informiert, was das eigentlich ist. Mohr weiter am Schlag. Third Base besetzt bei einem Aus. Er sieht sich die Kurve an, geht mit den Knien mit runter, hat genau im Blick, dass der zu tief ist. Der Catcher blockt, gut und wichtig, da der Third Baseman, der Third Base Läufer ja sonst unter Umständen scoren hätte können. Da ist sich Mohr anscheinend auch sicher. Der Pitcher war sich auch sicher, dass das ein Strike war, aber Patrick Bader hat ihn nicht gegeben. Vermutlich etwas hoch. Für uns natürlich gut. Großer Druck jetzt auf Pitcher und Schlagmann bei Full Count. Beide können sich keinen Fehler mehr erlauben. Und Mohr schießt einen absoluten Laser, der wirklich auch weit ging, fast schon in den Übungsschlagkäfig im Left Field. Leider steht der nicht in der Feldbegrenzung, sondern im Aus. Also Foulball. Hart geschlagener Ball.
aber vom Timing her eben etwas zu früh. Und damit weiterhin Full Count. Jetzt das komplette Gegenteil. Ein sehr, sehr langsam geschlagener Ball, der ebenfalls faul geht. Also im Ergebnis gleich, aber so unterschiedlich können zwei Schläge mit dem gleichen Ergebnis aussehen. Einer ein absoluter Lasershot, ja, den man vielleicht 6 Meter weiter rechts als Double oder Triple hätte werten dürfen. Und einer, der ungefähr 6 Meter weit gerollt ist. Der Pitcher bleibt wie der Schuster bei seinen Leisten. Der Pitcher wirft Curveball um Curveball. Es ist nun an Moore eben zu zeigen, dass er diesen Curveball verarbeiten kann. Es waren jetzt mehrere Curveballs in Folge. Eigentlich ungewöhnlich, dass man sich immer wieder dem gleichen Pitch widmet. Aber wenn er sich mit diesem Pitch eben nun wohlfühlt, dann ist es so. Jetzt könnte natürlich etwas anderes kommen. Der Pitcher hat den Kopf geschüttelt, der Catcher hatte etwas gezeigt, was der Pitcher nicht wollte. Und nein, es ist wieder ein Curveball. Dieser ist im ganz, ganz weiten Left Field, aber auch der ist im Foul. Moore nimmt dem Pitcher nun viele Pitches ab. Der hat schon 74 geworfen. Das ist aber eigentlich eine durchaus noch akzeptable Zahl. Im gängigen Bereich kann man hier eigentlich davon ausgehen, dass die Pitcher irgendetwas zwischen 100 und 120 Pitches durchaus im Arm haben. Natürlich kann ich nicht sagen, wie weit der gegnerische Pitcher hier an Erfahrung beseelt ist und das dann auch schafft. Und jetzt hatte er es leider geschafft. Nach hartem Kampf geht Moore in einem At-Bat, in dem er sich wirklich durchaus mit Ruhm bekleckert hat, durch die Länge und die Intensität, dann am Ende leider erfolglos zurück auf die Bank. Dadurch, dass der Pitcher den schwach geschlagenen Ball auf einen erneuten Curveball nun aus der Luft gefangen hat. Er war sich seiner Sache auch sicher und schickte alle wieder weg, die aus dem Infield diesen Ball fangen wollten. Damit nun 2 aus. Schön wäre es, wenn Yannick Wolters jetzt am Schlag den Jeff Marke, der immer noch brav an Third Base steht, dort nicht versauern ließe, sondern zumindest hier den Anschlusspunkt erzielen könnte. Wolters macht zwar nicht das, aber immerhin etwas Positives. Er lässt sich vom Pitch treffen, hat zwar leicht noch versucht auszuweichen, aber Probleme mit Curveballs sind häufig, wenn sie denn mal daneben gehen, gehen sie eben weit daneben. Und in diesem Fall war das auch so. Der Curveball trifft ihn an der Hüfte. Das sicherlich mit ein wenig Eis nachher kein Problem für die langfristige Gesundheit von Yannick. Jetzt muss bei Läufer auf 1 und 3 Benjamin Berning es richten, der in solchen Situationen schon oft geglänzt hat und jetzt hoffentlich wieder mit einem erfolgreichen Schlagdurchgang das Ganze tun kann. Ich habe es Ihnen eben schon gesagt, da kann man die Uhr nachstellen, ist auch trotzdem in dieser Situation absolut sinnvoll. 1 und 3 Situation, da wirft man eben dann mal zu 1. Ob das dann besonders schnell war, ist eigentlich egal. Man zeigt dem Läufer dort einfach nur mal, ich denke an dich. Und das nicht unbedingt in der nettesten Art und Weise. Berning beweist hier sehr gute Augen. Catcher und Pitcher sind unzufrieden mit dem Call. Das brauchen sie gar nicht sein, denn Berning hat das gut gesehen aus meiner Perspektive hier. Ebenso wie Plate Umpire Bader. Da geht er. Und eine schwierige Situation, aber der Third Baseman hat den Ball geblockt mit seinem breiten Körper vor sich gehalten. Und da Berning nicht so schnell ist, wie das zum Beispiel ein Nate ist, hat das dann nicht gereicht. Und so 3 aus. Ärgerlich, denn man hatte schon sehr lange auf Third Base einen Läufer. Aber das scheint hier gerade der Unterschied zu sein. In den entscheidenden Situationen muss Hannover eben nun diese Punkte machen. Das liegen zu lassen ist ärgerlich und zeigt,
dass man hier eben noch nicht abgebrüht genug ist an diesen Stellen und vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück eben nicht da ist heute. Aber das Spiel ist noch offen. 4:2, immer noch alles drin. Sechstes Inning oben. Ja, zweimal schlägt man noch nach. Jetzt also erstmal sich schadlos halten. Die Gegner idealerweise zügig wieder zur Bank zu bringen, damit man positives Momentum für die letzten zwei Innings aufbauen kann. Machbar ist noch alles. So, Lorenzen am Schlag, wieder mit seiner eleganten Position des Schlägers. Und bitter, Martin Friese versucht alles. Backup gelaufen ist Buhl, der den Ball auch noch zu Second Base feuert, aber es will heute einfach immer das eine Quäntchen nicht gelingen. Lorenzen mit einem Double. Friese hat alles versucht, schmissig nach dem Ball, aber ein Zentimeter fehlt hier, dann fehlt ein Zentimeter an Second Base, wo Wolters den Ball nicht klar und sicher aufnehmen kann. Er hätte unter Umständen vom Wurf her noch eine Chance gehabt, den Läufer auszumachen. Das ist nicht erfolgt, deswegen jetzt Gebhardt am Schlag mit der 92, der zunächst einen Foulball produziert. Und jetzt schon wieder natürlich bei 0 aus haben die Gegner einen Läufer in Scoring Position. Vielleicht könnte jetzt mal ein Trickspielzug ausgepackt werden und den Läufer an 2 ausmachen. Malke schleicht sich da auch schon an. Vielleicht könnte in Absprache mit Hamill da mal rübergeworfen werden. Der Läufer könnte dort vielleicht auch mal angegriffen werden, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Stattdessen konzentriert sich Hamill, was natürlich auch eigentlich richtig ist, auf den Schlagmann an der Homeplate. Der Rightfielder Gebhardt muss ja schließlich auch ausgemacht werden. Das zählt als Schwung. Da hat der Schiedsrichter signalisiert, dass der es nicht geschafft hat, seinen Schwung abzubrechen. Dementsprechend ein Schwung und ein Strike. Nun 2:2 im Count. Ball weit nach oben. Wolters, ein absolut souveräner Catch, der aber durchaus schwierig eigentlich war, denn Wolters musste super weit nach vorne laufen. Anscheinend ist dort in der Höhe, denn der Ball war riesenweit hochgeschlagen, vielleicht ein Wind in der falschen Richtung gewesen, aber es hat geklappt, ein Aus. Nun schlägt Nummer 60 David, der Leftfielder, der sich erstmal einbuddelt, dann noch mehrfach die Homeplate berührt, als wäre es eine Bongo-Trommel. Und nun aber daneben schwingt. Also ist sein Ritual zumindest in diesem Fall noch nicht mit Erfolg gekrönt. Baseballspieler sind ähnlich wie Tennisspieler, die auch so ihre Marotten haben, da sehr eigen, wenn das nicht geklappt hat vorher mit dem Tippen der Base, dann ist es vielleicht nicht richtig. Und da ist sehr viel auch Aberglaube dabei oder so Rituale. Dann geht man nochmal einen Schritt zurück, schwingt nochmal so halbherzig durch die Luft, als wäre das in irgendeiner Form
relevant für seine eigene Übung, aber das beruhigt vielleicht. So macht es hier auch David, der nun den Ball zu Third Base wirft. Berning schmeißt den Ball zu 1, macht dort das aus. Er hat zwar noch Richtung Second Base geguckt, aber der Läufer von Second Base hat es trotzdem zu 3 geschafft. Gutes Base Running von ihm. Lorenzen ist nun auf 3 und bei 2 aus nun Lagla, der Pitcher, der sich hier selbst helfen könnte. Das 4-2 mit einem erfolgreichen Schlagdurchgang in ein 5-2 umzuwandeln. Und wieder ein Ball für Berning, der sich Zeit nimmt und auch Zeit hat. Trotz des schnellen Schlagmanns ein souveräner Wurf an 1, dort das aus. Damit doch kein Schaden entstanden nach dem unglücklichen Beginn des Innings. Aber jetzt gilt es für die Regents nachzulegen. Mindestens 2 Punkte müssen her, um den Ausgleich zu erzielen. Das wäre gut, um dann in dem 7. Inning, in dem letzten Inning, nicht direkt unter einen so immensen Druck zu geraten. Vielleicht jetzt schon mal einen Run nachzulegen. Besser wären natürlich mehrere. So, im unteren sechsten Inning geht es jetzt weiter mit Julian van Beers, Schlagmann Nummer 7. 7, 8, 9 sind am Schlag. Das muss aber nicht viel heißen, denn die Regents Lineup ist eigentlich recht ausgeglichen. An jeder Position ist eigentlich ein Schlagmann, der schon viel Erfolg am Schlag in der Vergangenheit beweisen konnte. Jetzt gilt es natürlich für Julian auf Base zu kommen und dem hinter ihm schlagenden Pospisch eine Chance zu geben, ihn weiterzubringen. Und da schlägt er den Ball hoch ins Right Field. Und das war wirklich ein herausragender Catch, so ungern ich das auch zugestehen mag. Da nimmt auch der Pitcher und der Catcher den Hut hoch. Ganz stark vom Right Fielder, der den Ball dort aus dem vollen Lauf fängt, dann sich noch kugelt. Also besser kann man es eigentlich nicht machen. Die Haare wehen durch den Wind. Das ist ganz großer Sport gewesen gerade. Das war auch nicht einfach. Da kann man schon mal den Hut ziehen. Da sieht man eben auch, das ist hier die zweite Bundesliga. Das sind gute Spieler. Ja, es gelingt vielleicht nicht immer alles, aber solch einen Spielzug, den sieht man eben auch nicht aller Tage. Ein Aus damit nun und Patrick Pospisch am Schlag, der Leftfielder, der es nun versucht, besser zu machen. Sich erstmal den ersten Curveball hier anguckt. Curveball, das wissen wir von Lagla, das macht er gerne. Da muss man eben drauf vorbereitet sein.
Da ist der Pospich natürlich unzufrieden. Der Ball war doch recht tief. Vielleicht ist er noch ganz am Anfang der Zone, in der Zone gewesen. Das ist schwer zu sagen von hier. Pospich hat ihn auf jeden Fall anders gesehen und liegt jetzt mit 0 und 2 hinten. Auch den guckt er sich an. Hier ist sich aber auch der Schiedsrichter sicher, dass er nicht geschwungen hat und dass der Ball im Aus war. Trotzdem fragt der Catcher nochmal, könne man nicht bitte den Feldumpire fragen, ob er geschwungen hat. Dieser verneint das und somit geht es weiter bei einem Ball und zwei Strikes. Das könnte möglich sein, dass Patrick da auf Base kommt. Nein, der Shortstop ist einfach zu souverän. Seine Würfe sind auch durchaus hart und präzise. Jetzt albern die Feldspieler da im Infield ein wenig rum mit dem Hin- und Herwerfen des Balls. Das ist bei dem Spielstand von 4 zu 2 eigentlich gar nicht angebracht. Die Situation ist jetzt nicht unbedingt ernst für sie, aber so locker muss man sich da vielleicht auch nicht präsentieren. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt zwei aus. Vielleicht sind sie deswegen jovial. Und nun gibt's für Martin Friese die Chance, auch mit zwei aus, hier etwas zu erreichen und auf Base zu kommen. Der erste Pitch ist aber ein Strike. Und auch der zweite, beides Curveballs. Sie haben schon mehrfach jetzt von mir gehört, das scheint sein Lieblingspitch zu sein, zu Recht. Denn den wirft er souverän für Strikes immer und immer wieder. Und die Hannover Regions müssen einfach langsam etwas dagegen machen, indem sie sich besser präsentieren, als das Friese jetzt hier tut, der auf den nächsten Curveball Strikeout geht. Damit nun das letzte Inning. Vielleicht, wahrscheinlich, bei Ausgleich würde es weitergeben. Aber bei 4-2 heißt es jetzt, keinen Punkt mehr zulassen. Und dann mindestens zwei machen, damit man in die Verlängerung geht. Oder drei Punkte wären für einen Walk-Off nötig. Es ist immer noch alles drin. Im nächsten Inning schlägt auch für Hannover dann als erstes Schlagmann Hermel. Also die Top of the Lineup. Das ist natürlich für ein letztes Inning möglicherweise eine gute Situation. Aber es ist eben auch schwer an dieser Stelle. Man muss jetzt erstmal verhindern, dass Kiel noch irgendwie zu Punkten kommt. Ja, hier lief gerade Take Me Out to the Ball Game, ein absoluter Klassiker in den Stadien im 7th Inning Stretch. Wir spielen zwar nur 7, aber trotzdem passende Musikwahl hier. Die Seahawks schlagen jetzt hier auf mit Schmidt, der sich schon mehrfach jetzt mit starken Schlagdurchgängen bewiesen hat. Jetzt versucht das mal mit einem Bunt, ungewöhnlich und auch ohne Erfolg gekrönt. Hermel, der zwar erstmal daneben greift, aber dann doch souverän noch den Ball an 1 auswirft, den Runner an 1 auswirft, macht den Auftakt hier. Und jetzt kommt als nächstes Koi. Man muss sich fragen, warum Schmidt zu einem Bunt gegriffen hat. Für einen Schlagmann seiner Statur und Kraft eigentlich ungewöhnlich. Vielleicht genau deswegen, weil es überraschend kam. Aber da hat die Regions Defensive in Form von unserem Kanadier Nate Hamill aufgepasst. Jetzt ein meilenweit geschlagener Ball in die Luft. Julian van Beers im Foul Territory an 1 fängt den Ball. Damit auch Coy aus, 2 aus. Das ging schnell.
Das ist gut. Das macht vielleicht auch irgendwie nochmal emotional Hoffnung für den unteren Teil des Innings. Nichtsdestotrotz muss man natürlich jetzt erstmal Ibs ausmachen, die Nummer 62. Ich entschuldige mich, Tege schlägt, nicht Ibs, auch schon eine Weile. Und Tege muss nun eben ausgemacht werden, um den Regents eine gute Chance zu geben, dann im unteren siebten Inning vielleicht doch noch zurückzukommen. Hemme wirklich das ganze Spiel über sehr bemüht, sehr, sehr kraftvoll seine Würfe immer wieder, auch gute Curveballs dabei. An ihm wird es sicherlich am Ende nicht gelegen haben. Er macht seinen Job hier, soweit man das sagen kann, mit Bravour. Sieht dabei in seinem langen Sockenstil auch noch gut aus. Und jetzt gilt's hier mit Full Count und zwei aus, Tege auszumachen. Der schlägt stattdessen den Ball auf die Straße. Dort macht man natürlich niemanden aus. Und somit geht's erneut bei drei Balls und zwei Strikes. Full Count also und zwei aus um das dritte aus hier. Da ist entweder der Walk oder der Hit by Pitch. Ein leichter Streifschuss könnte es gewesen sein. In beiden Fällen steht dem Runner die erste Base zu. Das war von hier nicht so genau zu erkennen. Nichtsdestotrotz. Und nun Voss am Schlag, die 99. Nichts passiert, nicht schlimm, aber trotzdem jetzt natürlich die Chance für die Seahawks doch noch zu scoren. Da muss man sich auch jetzt nochmal fragen, warum man nicht an dieser Stelle vielleicht erkennen Sie es, den First Base Runner mal versucht auszuwerfen. Er ist wirklich sehr weit weg von, ja, jetzt versucht er es, genau, da ist es ein bisschen spät. Jetzt hat es aber auch Moore erkannt, dass dieser Runner sich sehr viel Raum nimmt, nach dem Pitch langsam zurückgeht. Unter Umständen kann das eine Möglichkeit sein, hier doch nochmal das dritte aus dann zu machen. Jetzt aber erstmal ein Foulball von Voss. Damit kein Ball und zwei Strikes. Nate Hamill hat einen Pitch zuvor die 100-Pitch-Marke übersprungen. Hat also wirklich hier einiges schon geleistet. Wenn er jetzt noch aus dem Inning gut rauskommt, dann kann man mit seiner Situation und seiner Leistung durchaus zufrieden sein. Dieser Pitch war es nicht. Der war ein bisschen außen. Das hat auch Voss gesehen und nicht geschwungen. Dementsprechend jetzt ein Ball und zwei Strikes. Voss bleibt stabil. Der Ball zu hoch. Das hat er gesehen. Und aus 0 Balls werden 3 Balls. Natürlich will man jetzt hier nicht ihm einen souveränen, schlagbaren Ball in die Mitte präsentieren. Trotzdem wäre es jetzt gut, den Hitter zu attackieren und nicht noch einen Walk zuzulassen. Aber genau das ist passiert. Walk und damit nach 2 aus zu Beginn des Innings. Nun Runner auf 1 und 2. Wieder also ein Runner in Scoring Position. Unglücklich vielleicht. Nach 105 geworfenen Pitches ist vielleicht auch einfach langsam so ein bisschen Müdigkeit in den Knochen. Schwer zu sagen von hier aus der Kommentatorenkabine. Hamill sieht auf jeden Fall engagiert aus, aber weit geschlagener Ball und da ist es passiert. Ein Double wird das sicherlich werden. Der Ball geht bis an den Zaun. Zwei Runs werden scoren. Und das ist eben genau der große Punkt, warum Hannover hier problematisch an diesem Tag agiert. Man belohnt sich nicht selbst in guten Situationen
Und muss sich dann im Nachgang ärgern darüber, dass ein wirklich stark geschlagener Ball von Baumann eben zum Double führt, aber die Chancen waren zuvor da. Nun ist Runner auf 2 bei 2 aus. Und der Stand ist neuerdings nun 6-2. Immer noch machbar für die Regions. 4 Punkte sind durchaus in einem Inning durchaus mal drin. Aber das haben sie eben in diesem Spiel noch nicht gezeigt, dass sie das können. Sie haben schon mal die Bases geladen. Es geht also, aber natürlich hochgradig ärgerlich. Und da ist dann eben ein Fehler vielleicht von Hamill, der den Pitch zu mittig ansetzt, oder ein zu guter Schlag. Das ist von mir hier nicht zu beurteilen. Verantwortlich dafür, dass man nun 2 weitere Runs kassiert hat. Hier geht nun Lorenzen mit einem einfachen Ball zum Pitcher, der direkt zu 1 wirft, aus. Man kann sich ärgern, muss man aber nicht. Jetzt muss man einfach nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen. Mit 4 Runs liegt man hinten. Die letzte Chance für die Regions, diese aufzuholen, ist im unteren 7. Inning nun. Sonst ist das Spiel vorbei. So, es geht los. Letzte Chance. Nathan Hamill kann sich selber all den Frust von der Seele schlagen, der in den letzten paar Innings vielleicht entstanden ist. Und jetzt hier das Inning mit einem guten Schlag beginnen. Natürlich darf man nicht vergessen, die Regions brauchen 4 Punkte, um das Spiel auszugleichen. Also ist jedes Risiko, was auf den Bases dann gelaufen wird, vielleicht ein bisschen zu viel. Dann lieber die eine Base sicher nehmen, als irgendwo unglücklich eine Base weiter auszugehen. Dazu muss man aber überhaupt erstmal auf Base kommen. Mit dem ersten Strike hier versucht das Langlar zu verhindern. Der Pitch außen, 1-1 jetzt. Und Hamill weiß, was sein Job ist, nämlich auf Base kommen. Wie ist da tatsächlich erstmal egal? Also schwingt er auch nicht auf Pitches, die vielleicht nicht ganz so leicht zu erreichen sind, sondern lässt ihn hier weg. Und damit jetzt 2-1 der Count. Der ist glücklicherweise nicht fangbar, sondern aufs Schuldach gelangt. Foul Ball also und 2 Strikes nun. Jetzt muss natürlich jeder Ball, der an der Homeplate vorbeigeht, entweder ins Foul geschlagen oder ins Feld geschlagen werden. Schwierig. Und unglücklich wieder ein hart geschlagener Ball, aber direkt zu dem Second Baseman. Der muss sich gefühlt nicht bewegen. Schmeißt zu 1, macht das sichere aus da. Man sieht es in den Gesichtern der
Kieler, sie grinsen, sie lächeln, sie freuen sich. Das auch zu Recht. Sie haben sich im ersten Spiel durchaus wirklich stark hier präsentiert und auch im zweiten Spiel wenig Fehler gemacht. Es lief aber auch, muss man sagen, durchaus gut für sie. Ich will jetzt hier nicht die Baseball-Götter beschwören. Es hat nicht nur mit Glück zu tun. Sie sind auch durchaus das bessere Team. Aber zusätzlich zum Bessersein haben sie eben auch heute das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Jeff Marke versucht nun trotzdem, trotz des hohen Rückstands von 4 Punkten, das Blatt noch zu wenden, auf Base zu kommen. Er ist am Schlag. Der Catcher präsentiert den Ball, sich sicher, dass das doch ein Strike hätte sein können, aber keine Diskussion, 2 Balls. Drei Balls nun, ein Count, in dem man tunlichst nicht schwingen sollte. 94 Pitches hat Langler erst gebraucht. Versucht sich nun wieder zu konzentrieren, guckt sich das Zeichen des Catchers an, der dort abkniet und nun hofft, dass ein Strike über die Bühne gebracht wird. Das ist nicht der Fall. Walk für Marke bei einem Aus. Vielleicht könnte ja doch noch was gehen. Hier auf jeden Fall der Start. Buhl nun am Schlag, der natürlich ebenfalls auf Base kommen muss, um danach den Powerhitter Moore vielleicht eine Chance zu geben, den Druck auf die Gegner zu erhöhen. Mit jedem Runner, der auf Base kommt, wird natürlich auch die Nervosität der Gegner sich erhöhen. Dementsprechend ist es nicht mal unbedingt nötig, jetzt hier einen großen Schlag rauszuholen. Auch ein Walk nach eben einem Walk wäre natürlich völlig in Ordnung. Denn das macht Druck. Der Arm des Pitchers wird nicht unbedingt frischer. Und vielleicht könnte dann doch noch etwas gehen. Und da ist der Ball vorbei am Backstop. Landet er. Der Catcher kann ihn nicht fangen. Das war wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Ein Wild Pitch. Damit nun Marke auf Second Base. Wichtig, dass ein Double Play nun aus dem Spiel ist. Weiterhin am Schlag mit nun 2 Balls. Ist Buhl. Er sollte sehr selektiv sein, sich wirklich nur einen Pitch aussuchen zum Schlagen, wenn er sich ganz sicher ist, dass er hier Schaden anrichten kann. Ah, der Pitcher schüttelt den Kopf, fragt nochmal freundlich nach, wo war der denn? Er hätte ihn gern anders gehabt, den Call, aber 3 Balls. Vielleicht jetzt doch ein bisschen Müdigkeit oder Nervosität oder aber einfach nur gutes Auge von Buhl. Da ist der Strike bei 3 und 1, den gibt's da häufig, aber man weiß da halt eben auch, dass der Pitcher, der Schlagmann wahrscheinlich nicht schwingen wird. Ist ja auch sehr risikoreich. Und nun geht es bei 3 und 1 weiter. Sollte es doch mal gelingen. Ja, das tut es. Der Schlag von Buhl prallt vom Handschuh des Third Baseman ab. Der kann ihn nicht genau aufnehmen, obwohl er sich vorher wirklich mit Ruhm bekleckert hat. Gerade nicht, wobei das auch kein Error war, sondern einfach schwierig. Er wirft noch zu 1, ist dort aber safe. Marke, geistesgegenwärtig, läuft auf 3, ist da auch safe, obwohl der Ball noch dort hingeworfen wird. Das ist Grund genug, Läufer auf 1 und 3 und ein Aus ist Grund genug für den Kieler Coach, jetzt einmal hier wieder eine Versammlung auf dem Mount zu machen. Dort wird sicherlich nochmal diskutiert. Es scheint tatsächlich so zu sein, als ob nach großartigem Spiel, muss man neidlos anerkennen von Langler, der Pitcher getauscht wird. Das kann natürlich eine große Chance sein jetzt für die Regents, dass der neue Pitcher mit der 35, Coy wahrscheinlich, lassen Sie mich kurz überprüfen, korrekt, Coy, dass der jetzt hier vielleicht schwer ins Spiel nur reinfindet.
Auf der anderen Seite hat man sich natürlich jetzt auch an den Pitcher gewöhnt. Man kannte ihn, man wusste, was zu erwarten war. Der Curveball wurde schon oft gesehen. Jetzt kommt Coy, der anders werfen wird, natürlich. So ist das ja in der Natur der Sache. Coy macht sich jetzt entsprechend warm. Alle anderen haben sich aus dem Feld verzogen, beziehungsweise unterhalten sich nochmal über die Situation. Zwei Läufer sind auf Base. Das heißt, wenn diese beiden scoren, dann wären nur noch zwei nötig für den Ausgleich. Ein Aus erst. Coy scheint jetzt nicht unbedingt den härtesten Wurf zu haben, aber das kann auch täuschen. Vielleicht wirft er auch besonders trickreich. Es wird sicherlich so sein, dass Coy schon Pitching-Erfahrung auf hohem Niveau hat. Sonst würde man ihn hier nicht in dieser Drucksituation ganz am Ende einwechseln und ihm eben diese Bürde auferlegen, jetzt das Spiel doch noch nach Hause zu fahren und als Safe sozusagen hier als Closer dann zu verbuchen. So, der Pitcher ist warm, es kann also gleich weitergehen. Die Situation, Moore wird zum Schlag kommen, unser vermutlich bester Schlagmann, nur mit der Nummer 24, der Catcher und Coach. Bei Läufer auf 1 und 3 mit einem Aus. Und jetzt heißt es natürlich für Christoph Moore, sich genau den richtigen Pitch angucken. Und Coy macht erstmal einen Step-Off. Also er geht von der Pitcher's Plate runter, wird damit zum Feldspieler. Und zeigt einfach nur nochmal an, ich habe dich da an eins gesehen, ich weiß, dass es dich da gibt. Ein Wurf erfolgt jetzt erstaunlicherweise mal nicht, aber die Regents sollten auch hier tunlichst das Stealen unterlassen. Zwar kann man hier in ein Double Play dann reinschlagen und das verhindern. Jetzt wird doch geworfen. Aber der Base liegt, der Ball liegt auf dem Fußboden vor der Base, also safe. Man sollte tunlichst unterlassen, jetzt hier in ein Aus zu laufen. Dann hätte man nämlich nur noch ein einziges Aus verfügbar. Auf der anderen Seite wäre ein Steal natürlich gut, um einen Double Play zu verhindern. Moore schlägt den Ball jetzt erneut weit, aber leider wieder faul. Wie eben, er ist eben zu kräftig und dadurch schwingt er zu schnell. Das Timing stimmt noch nicht bei ihm. Weit, hoch, weit weg, aber eben ins Foul. Leider jetzt zwei Strikes bereits gegen ihn. Und damit hoher Druck bei ihm. Aber, oh, das könnte es gewesen sein. Ja, das ist es gewesen. Double Play, ganz stark von den Kielern. Der Shortstop wirft zum Second Baseman. Der Second Baseman schmeißt zu 1. Dort ist Moore noch nicht angekommen. Damit in einem Spielzug aus das Spiel. Sieg für Kiel. Wir behalten zwei Läufer auf Base, beziehungsweise mit zwei Läufern auf Base wird das dritte ausgemacht. Damit 6:2 für Kiel. Insgesamt kann man durchaus sagen, ein verdienter Sieg in der Höhe, hier vor allem im ersten Spiel vielleicht etwas zu hoch. Auf der anderen Seite haben sich die Regents da auch nicht mit Ruhm bekleckert in der Defensive. Im zweiten Spiel sah es schon viel besser aus, aber da war man nicht kaltschnäuzig genug. Und nun heißt es leider Mund abputzen, im Training wieder hart an sich arbeiten und dann in den nächsten Spielen wieder voll angreifen. Kiel mit 6 Siegen damit in der Liga weiterhin Spitze, voll auf Kurs. Und damit kann man einfach nur sagen, man hat hier gegen ein gutes Team verloren. Jetzt wird nochmal abgeklatscht. Dort dürfen auch die Ballkids mitlaufen. Das ist ganz schön für die. Dann laufen die auch nochmal auf den Platz. Sehr fair hier alles. Insgesamt ein eigentlich schöner Baseballtag. Das erste Mal, dass wir hier einen Stream gemacht haben. Auch spannend für uns natürlich. Und nun kann ich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen restlichen Tag und hoffe, dass wir uns entweder hier beim Stream einmal wiedersehen, dass Sie das auf YouTube vielleicht mal sehen
Oder noch schöner wäre es natürlich, wenn sie mal zu uns zum Training oder zum Spiel in den Regents Ballpark kommen. Und damit alles Gute, tschüss und goodbye. Mir bleibt noch, mich zu bedanken.